Und herzlich willkommen bei TV Rupp. Mein Name ist Parand und hier sind unsere Themen. Mehr Qualität im Studium. Wir stellen euch das Projekt InStudies vor. Und so funktioniert Gleichstellung an der Ruhr-Universität Bochum. Außerdem Couchsurfen. Große Reisen für kleines Geld. Das Wintersemester neigt sich dem Ende zu. Doch seien wir mal ganz ehrlich, hattet ihr nicht auch noch mal wieder das Gefühl gehabt, dass nur an der fachlichen Oberfläche gekratzt wurde, statt tief in der Materie zu stecken? Das Förderungsprogramm Qualitätspakt Lehre des Bundesministeriums für Bildung und Forschung kann genau dabei helfen. 15 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wurden finanziell dabei unterstützt, das Studium möglichst ertragreich und individuell zu gestalten. So entstand das Projekt InStudies an der Ruhr-Uni. Feine Härchen unter dem Mikroskop, historische Handschriften, Balancetests zum Mitmachen. Beim Markt der Möglichkeiten gibt es viel zu entdecken. Hinter den Ständen im Mensa-Foyer verstecken sich verschiedene Projekte, die bei uns an der Uni vom Ministerium für Bildung und Forschung finanziert wurden. Denn wo Studenteninitiative, Studienberatung und Summer School draufsteht, ist oft in Studies drin. Ziel der Initiative ist es, mit den Projektgeldern neue Lehrformate zu entwickeln. An der Ruhr-Uni liegt der Schwerpunkt von InStudies im Optionalbereich. Durch die Gelder sind hier über 100 zusätzliche Kurse entstanden. Ja, der Optionalbereich ist ja recht groß. Das sind 14 Fakultäten, die ihr Angebot einspeisen. Das sind pro Semester im Schnitt 500 Module, die wir anbieten, was ungefähr über 1000 Lehrveranstaltungen sind. Im InStudies sind wir im Moment, ich würde mal sagen, bei circa 60 Modulen, was ungefähr 100, 150 Lehrveranstaltungen angeht. Ideen für Projekte und Lehrformate kann jeder einreichen. Welche davon an der Uni realisiert werden, entscheiden unter anderem wir Studenten. Denn nur Anträge, die auch von Studierenden auf Tauglichkeit geprüft wurden, werden von den Fördergeldern finanziert. Wir haben die Möglichkeit, im Rahmen des gesamten Projektes InStudies in jedem Jahr einen Wettbewerb zu machen, um neue Projekte einzuwerben. Das heißt, für Studierende schreiben wir jedes Jahr ein Budget von 40.000 Euro aus, um ihr Studium zu bereichern oder was Neues zu machen, was es bisher in dem Studium nicht gibt. Insgesamt 8,5 Millionen Euro bekommt die Ruhr-Uni aus dem Programm Qualität in der Lehre. Dadurch wird InStudies ermöglicht. Die Initiative unterstützt auf 4 Projektlinien Studenten aller Fakultäten und Semester. Eine Gelegenheit, die sich Blasius Czuczurek und Bettina Pott nicht entgehen lassen. Wir sind die Geologe, eine geografische Open Access Zeitschrift. Das bedeutet, dass Studierende eben die Möglichkeit bei uns bekommen, die Ergebnisse ihrer Bachelor- und Masterarbeiten bei uns in Form eines Fachartikels zu veröffentlichen. Ich bin der Meinung, dass es sehr viele gute Arbeiten gibt von Studierenden, sowohl Bachelor- als auch Masterarbeiten, die einfach zu schade sind, um im Regal zu verstauben. Deshalb dachte ich, man muss irgendwie eine Plattform schaffen, um das hervorzuheben. Und so kam es dann zu der Idee. Und wir sind jetzt hier bei InStudies als Good Practice Beispiel vorstellig. Auch Susanne Stendenbach und Johanna Kostrezewa haben sich dank InStudies etwas Besonderes einfallen lassen. Sie entwickeln eine Art Eignungstest. Da können sich Studieninteressierte künftig online informieren, ob das Fach Religionswissenschaft für sie interessant ist. Es geht eigentlich um einen webbasierten Selbsttest für Studieninteressierte am Fach der Religionswissenschaft, wo man schon mal so reingucken kann, wie der Test hinterher vielleicht aussehen könnte. Man beantwortet so ein paar kleine Fragen und hinterher kriegt man Feedback, wie sehr man eigentlich schon im Thema der Religionswissenschaft drin ist und ob man sich noch vielleicht ein bisschen weiter informieren kann. Einen Haken hat die Fördermaßnahme aber doch. Da die Initiative ein Entwicklungsprojekt ist, sollen neue Lehrformate nur angestoßen werden. Die Förderung endet im Sommersemester 2015. Eigens für InStudies-Projekte geschaffene Arbeitsplätze fallen dann weg. Auch die bis dato entstandenen Lehrangebote werden nicht weiter finanziert. Gender und Gleichstellung, zwei Begriffe, die eigentlich jeder kennen sollte. Wie die Gleichstellung allerdings in der Universität konkret funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Ja. Ja? Feministen, Frauen bevorzugend. Also müsste ich erstmal wissen, was ein Feminist genau ausmacht. Ja. Keine Ahnung.
Bin ich eine Feministin? Ja, ich denke schon. Also wenn man Feministin als jemanden versteht, der für die Rechte der Frauen sich stark macht und sich gerne als Frau begreift. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also quasi, dass ich mich dafür einsetze, aktiv? Nee, aber ich würde es passiv unterstützen. Nee, eigentlich nee, nicht so. Also so Gleichberechtigung, ja, schön, aber nicht so übertrieben. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Für mich bedeutet Feministin zu sein, für Frauenrechte einzustehen, aber auch für Gleichberechtigung, also für Geschlechtergleichheit. Ich bin auch Feministin. Man kann nicht Gleichstellungsbeauftragte sein, ohne Feministin zu sein in irgendeiner Form. Und ich denke aber, dass es einen großen Unterschied bedeutet, in den 80er Jahren eine Feministin zu sein und jetzt im 21. Jahrhundert. Ja, mein Name ist Beate von Miquel. Ich bin seit Anfang 2011 hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte hier an der RUB. Ich sitze in ganz vielen verschiedenen Gremien beratend, im Rektorat, im Senat, in der Fakultätenkonferenz, und ich habe auch einen ziemlich guten Draht zum Beispiel zum AStA, wie ich finde. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen spannenderen Job an so einer Uni, weil Gleichstellungsbeauftragte, das erlaubt ihnen das Landesgleichstellungsgesetz, eigentlich in alle Entscheidungen, die an dieser RUB oder an dieser Universität gefällt werden, ihre Nase stecken dürfen. Also mein Name ist Baha Haganipour. Also was ich so mache, ich mache Mentoring-Programme, allerdings an der Technischen Universität Dortmund. Das eine ist für Mädchen, das heißt MINTU, Mädchen in die TU Dortmund, für 12- bis 14-jährige Schülerinnen, die Interesse haben an den MINT-Fächern. MINT steht, sage ich auch nochmal, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Also Mentoring in seinem Kern besteht aus der Mentoring-Beziehung. Das bedeutet, dass eine jüngere, unerfahrene Person einen Mentor oder einen Mentor bekommt mit sehr viel mehr Erfahrung. Eine Person, die mindestens einen Schritt weiter ist. Ja, total. Ich finde definitiv, dass Frauenförderung nicht irgendwie überkommen ist oder altmodisch oder dass wir das nicht mehr nötig hätten. Weil ich denke, gerade auch in so Bildungssystemen wie der Universität doch auch alte gesellschaftliche Muster reingetragen werden. Das heißt, gerne auch die stärkere Position des Mannes, die sich dann hier auch irgendwo abgelichtet hat, zum Beispiel im Maschinenbau oder in gerade diesen konventionellen männlichen Segmenten, dass es da doch Förderungswürdigkeit für die Frau gibt. Es hat sich ja auch tatsächlich unglaublich viel verändert. 50% der Studierenden sind weiblich. Das ist schon ein großer Erfolg, aber es gibt natürlich noch viel zu tun. Und das ist das, was gerne außer Acht gelassen wird, dass es tatsächlich auf den Führungspositionen noch eigentlich zu wenig Frauen gibt. Ich finde, es sollte auch mehr irgendwie so Professoren geben. Also bis jetzt das meiste, was ich gesehen habe, waren eigentlich alles Professoren. Gering. Gering? Vielleicht nicht. Vielleicht 10%. 3%. In Deutschland? Ja. Grenze? Ich würde sagen 30%. 20%? Also bei den Frauenanteilen kann man sehen, dass es eine paritätische Besetzung gibt bei den Studierenden noch. Also ungefähr 50% sind Frauen und Männer. Bei den Hochschulabsolventinnen steigt der Anteil lustigerweise. Also es gibt irgendwie nicht mehr Frauen als Männer. Man könnte denken, der Trend setzt sich fort, aber dann fängt die Pyramide quasi an. Dann kann man weiter gucken, bei der nächsthöheren Qualifikationsstufe der Promotion sinkt der Frauenanteil schon und liegt nur noch bei knapp über 40%. Bei den Habilitationen sinkt er dann nochmal, liegt bei knapp über 30%, und bei den Professoren liegt er bei um die 20%. Zielvereinbarungen, die Rektorate mit Fakultäten abschließen, in denen tatsächlich relativ klar festgeschrieben wird, in welcher Laufzeit, die kann unterschiedlich sein, Gleichstellungsziele erreicht werden sollen. Da geht es tatsächlich darum, dann
in den MINT-Fächern statt 25, 30% Studentinnen zu haben, mal die erste Professorin einzustellen und derlei Fragen mehr. Ich finde es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Quote nicht gleich Quote ist. Also es gibt flexible Quoten, die einen größeren Spielraum zulassen, und es gibt die starren, harten Quoten, wo ganz klare Zielvorgaben erfüllt werden müssen. Für mich bedeutet die Quote nicht, dass schlechte Frauen an eine Position kommen, die sie nicht ausfüllen können, sondern für mich bedeutet das, dass qualifizierte Frauen, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, eine ihnen adäquate Position auszufüllen. Mhm. Es gibt das Kaskadenmodell, und die Landesregierung möchte das ja auch für die Hochschulen hier in NRW durchsetzen. Diese Art von Quote besagt, dass der Frauenanteil einer Beschäftigungsgruppe dem gleichen Frauenanteil der darunterliegenden Qualifikationsstufe entsprechen soll. Das heißt, wenn 40% der Promotionen von Frauen geleistet werden, dann sollen auch 40% der Professoren mit Frauen besetzt werden. Es gibt auch viele Gleichstellungsprojekte, die in den Fakultäten stattfinden. Unglaublich kreative und tolle Sachen. Also wir sitzen ja hier in einem Raum einer studentischen Initiative, die ich ganz großartig finde. Das ist das Frauenarchiv Liesel, die jetzt seit kürzerer Zeit erst in einem neuen Gebäude sind, nämlich im GA. Dann gibt es eben zum Beispiel die Uni Zwerge, eine Initiative studierender Eltern, die auch ihren Sitz hier im GA hat, im Gebäude GA im Erdgeschoss. Dann gibt es den Frauenraum, der auch im GA situiert ist, und zwar auf der Ebene 04, wo Frauen sich zusammensetzen können. Natürlich im AStA, das Frauen- und Lesbenreferat, das ebenfalls sehr aktiv ist. Ja, es gibt dann noch den Studiengang Gender Studies als Masterstudium. Da gibt es auch noch nicht viele bundesweit. Ich bin optimistisch, sehr dahingehend, dass sich noch viel verändern wird. Aber in welchem Tempo, bis zu welchem Grad, das bleibt für mich auch eine spannende Frage. Reisen kann ganz schön teuer sein, vor allem für uns Studenten. Allerdings gibt es immer wunderbare Alternativen, wie beispielsweise das Couchsurfing. Wie das funktioniert, wird im nächsten Beitrag gezeigt. Ich treffe jetzt gleich zum ersten Mal Connor aus Australien. Er ist heute am Flughafen Düsseldorf angekommen. Ja, und seine Bahn müsste jetzt auch gerade gekommen sein. Gucken wir mal. Connor? Hi! Jens? Ja, Connor. Ja, Jens. Das ist also Connor Ryan aus Melbourne. Connor ist Couchsurfer. Couchsurfing, ist das nicht das, wo man irgendwie sich eine Couch mietet bei irgendwem und dann irgendwie dort schlafen kann? Ich habe davon gehört, dass eine Freundin von mir das mal gemacht hat, dass man da eben dann bei verschiedenen Leuten übernachten kann. Über das Portal kann man das organisieren, aber selbst gemacht habe ich es noch nicht. Es ist ganz gut, halt, wenn du international so keine Freunde hast, kannst du ja eigentlich immer wieder mal mit Leuten irgendwo pennen. Es gibt ja so eine Internetplattform, wo man sich anmeldet und dann seine Couch anbietet und eben auch in anderen Städten auf irgendwelchen Couches schlafen kann. Genau das ist Couchsurfing. Kennengelernt habe ich Connor schon früher. Ja. Nämlich im sozialen Netzwerk Couchsurfing. Hier melde ich mich kostenlos einmal an und erstelle mir ein Profil, so ähnlich wie bei Facebook. Seit einigen Jahren ist Couchsurfing zu einer richtig großen Sache geworden. 5 Millionen Menschen nutzen das Netzwerk. Genug, dass sich sogar die Wissenschaft mit dem Thema beschäftigt. Sozialanthropologin Judith Albrecht zum Beispiel. Ich glaube, dass Couchsurfing sehr viel auch mit der Entwicklung des Internets zu tun hat. Das bedeutet, dass die Welt aufgrund von Medien und Kommunikation enger zusammenwächst, dass man eine Erreichbarkeit hat. Connor hat auf Couchsurfing gepostet, dass er nach Deutschland reist und einen Schlafplatz in Bochum braucht. Ich habe sein Profil gecheckt, das passte alles für mich, und dann habe ich ihn eingeladen. Jens is correct. Yeah, how are you? Good, thank you. This is Bochum. Mm-hmm. I ordered the best weather for you. It's many clouds, but it's not raining. That's okay. Good. We will go to the car. Yep. This way. All right.
Come in. That's it. Ja. Du sollst da putzen. Ich soll. That's not true. Ich habe geputzt. Ja. Okay, come in here. That's the couch. But that's not where you have to sleep. Okay. So we will make a bed in here, so you can sleep there. And that's a little too small. Für Connor ist Couchsurfing klar eine günstige Möglichkeit zu reisen, aber noch mehr. Für mich ist es das Beste, dass man mit Leuten aus der Region rumhängen kann. Wenn du in ein Hostel gehst, dann triffst du nur andere Touristen, feierst mit denen, aber das kann ich auch zu Hause in Australien machen. Aber ich kann nicht mit echten Deutschen in Australien rumhängen. Und Connor kann auch was lernen. I with the with Feuerzeug under the that and hold it, really have to hold it and then just. Ja, Feuerzeug heißt übrigens Leiter und Kronkorken Crown Cap, aber er hat's ja verstanden. Was mit dem Couchsurfing passiert, ist, dass man weg von dem öffentlichen Raum kommt und hinein in den privaten, persönlichen Raum von Menschen. Also, dass man sagt, mein Haus ist dein Haus und auch diese Idee, die es ja in der Ethnologie gibt, der Reziprozität, der Gegenseitigkeit, also dieses Gebens und Nehmens, da vorkommt. Und das ist eigentlich der schöne Gedanke, finde ich, der dahinter steckt. Yes. Oh. So, Connor ist unter der Dusche. Mein Fernseher ist noch da, es ist auch alles da, also er hat nichts geklaut. Nein, im Ernst, er ist wirklich nett, glaube ich. Was ich mit ihm gesprochen habe, das war wirklich nett. Wir haben ein paar Sachen schon erledigt für ihn. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt so machen am zweiten Tag. Ein bisschen uns Bochum angucken, das Bermuda-Dreieck, denke ich. Und dann wird das bestimmt witzig. Kulinarische Neuheiten. Connors erste Mettwurst. In Australien isst man gerne mal mehr auf dem Brötchen, erzählt Connor. Mettwurst als Butter, Scheibe Käse obendrauf und Leberwurst on top. Naja. We did not have any problem with the toilet this morning. It was really funny. I didn't know. Yeah, so I went to a Kneipe. Ich war in einer Kneipe und nach ein paar Drinks musste ich aufs Klo. Also bin ich die Treppe runter und sie hatten nicht diese Frauen- und Männerzeichen auf der Tür, sondern nur die Wörter Damen und Herren. Damen und Herren, I think. Und ich wusste nicht, was das heißt. In Australien heißt Men Mann, ist also männlich, also bin ich zuerst bei den Damen rein. Sehr verwirrend. So I went to go to that one. Very confusing. Über 5 Millionen Menschen sind bei Couchsurfing angemeldet. Ungefähr 10% davon sind Deutsche. Damit liegt Deutschland auf Platz 2, direkt hinter den USA. Auch wenn Connor nur ein paar Sätze Deutsch spricht, irgendwie verstehen wir uns immer. Alleine klappt das noch nicht ganz so gut. Ich wollte eine heiße Schokolade bestellen, aber ich habe Eisschokolade gesagt, weil ich das H nicht aussprechen kann. Und dann habe ich was Kaltes mit Eiscreme bekommen. Es hat trotzdem geschmeckt, war aber eben unerwartet. Irgendwie witzig. Probably the best Currywurst in Germany. This one? Yeah, this one. Yeah. Sausage Neo. And there is, for me it's a little too spicy. No, this is good. Um andere Couchsurfer aus der Gegend kennenzulernen, gibt es Couchsurfer-Meetings. Die werden einfach auf der Website gepostet und jeder kann kommen. Connor und ich haben spontan ein Meeting in Bochum organisiert. 4 andere Couchsurfer sind dabei.
Marco zum Beispiel. Die Erfahrungen sind positiv bisher gewesen, viele nette Leute kennengelernt dadurch. In Deutschland, gerade in einer Region wie Bochum, obwohl hier relativ viele Einwohner noch sind, ja, am Anfang erst. Wenn ich als Ausländer jetzt die Möglichkeit habe, irgendwie nach Deutschland zu reisen, reise ich natürlich in die Tourist-Hotspots. Das ist dann halt Köln, Berlin, München. Jeder hat so seine eigenen Couchsurfing-Erfahrungen. Danny aus Australien erzählt, dass seine Freunde die Couchsurfing-Seite eher als kostenloses Dating-Portal nutzen. Der Typ, der mich zum Couchsurfing gebracht hat, hat vorzugsweise europäische Mädchen eingeladen. An die hat er sich rangemacht und er hat sie auch mit seinen Kumpels verkuppelt, um den Mädchen ein bisschen die, naja, australische Kultur zu zeigen. Normalerweise bleibt Couchsurfing aber jugendfrei. Bis heute gab es schon über 20 Millionen Couchsurfing-Erfahrungen in mehr als 200 Ländern. Couchsurfing kann sogar die Welt verändern, sagt die Sozialanthropologin Judith Albrecht. Es ist dann weltverändernd, wenn man es als soziale Bewegung vielleicht versteht und wenn man sagt, dieses Prinzip der Gastlichkeit muss so weit gehen, dass man sich eben auch darum kümmert, dass jemand, der aus einem Land kommt, wo es viel schwieriger ist, den Zugang hier zu haben, dem diese Möglichkeit gibt. Also mein erstes Mal Couchsurfen, ich muss wirklich sagen, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Connor war allerdings auch wirklich total nett, also ich hatte gar keine Probleme mit ihm. Es war ab und zu ein bisschen anstrengend, weil er halt immer da war und ich musste ihn irgendwie entertainen oder ihm Sachen zeigen oder so, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Er hat mich ja gerade auch eingeladen, wenn ich in Australien bin, kann ich zu ihm kommen, bei ihm auf der Couch schlafen. Also ich würde es sofort wieder machen. Mein Fazit, Couchsurfing, wirklich top. Wenn ihr unsere Sendung bis jetzt gesehen habt, scheint sie euch ja gefallen zu haben. Ihr könnt uns weiterhin auf unserer Internetseite, auf unserer Facebook-Seite oder nächsten Monat bei NRVision sehen. Tschüss!